Salut Dino. Salut. Danke vielmals für deine Zeit. Gerne. Ich hoffe, es geht dir gut. Sehr, ja. Danke. wir machen heute eine weitere Folge von «Was macht eigentlich?». Heute, wie erwähnt, ist der Dino bei mir. Dino, wer bist du überhaupt? Also, ich bin Dino Stameo, bin 30 und ich bin Operation Engineer bei der Backenstoss. Und kannst du mal so deinen Job so kurz beschreiben, was du bei uns so machst? Immer eine Challenge im Operations, eine kurze Beschreibung zu geben. Aber im Prinzip ist es ein sehr spannender, abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich in der IT rund um Kunden. Also, ein bisschen umschreiben. Und was machst du überhaupt so den ganzen Tag? Also wir im Operations sind ja so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben einerseits das normale Ops und wir haben das OCC. Der Unterschied ist der, im Operations tun wir Tickets, die von den Kunden reinkommen, die vom FRT qualifiziert worden sind, bearbeiten. Das können Warnings sein, das können Exchange-Sachen sein, das können Kundentasks sein. Das ist halt einfach ein bisschen der Supporter-Teil. Und im OCC tun wir eine Serverüberwachung betreiben. Und wenn wir dort zum Beispiel einen Alert sehen, irgendein IP-Range ist tot, dann wird das dann dort rot und dann müssen wir intervenieren. Ich denke, Sie haben jetzt auch etwa so viel verstanden wie ich. Nein, Spass beiseite. Also sehr facettenreich und doch sehr, auch schon sehr technisch, so wie ich das extrem rausgespüre. aber was fasziniert dich denn überhaupt so an diesem Job? Eben die ganze Abwechslung. Ich meine, wir sind jetzt in einer Zeit, wo alles so ein bisschen Richtung Cloud Computing geht und möglichst nichts mehr soll in einer Firma sein. Und wir sind wirklich gerade am Puls von dieser Entwicklung. Wir sind gerade dabei und eben, wir entwickeln laufend, wir tun uns laufend weiterbilden, damit wir da können bestehen können. Und das ist das, was interessant macht. Du bleibst nicht stehen, du kommst immer vorwärts. Vielleicht noch zu dem anknüpfen. Wie behaltest du dein Wissen so auf dem neuesten und aktuellsten Stand? Ich würde jetzt gerne Google sagen, aber nein, wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir uns mit Kurs weiterbilden oder wir können Zertifizierungen machen hier an der Backenstoss. Das finde ich ganz gut. Zudem haben wir so KT-Teams, die in den verschiedenen Bereichen von der Microsoft-Umgebung so ein bisschen angesiedelt sind und die dann immer neue, innovative Sachen ausprobieren und testen und geben es uns dann mit. Also es ist ein dauernder Schulungsprozess und man lernt stetig. Da gibt es aber sicher auch Sachen, die dich ein bisschen nerven oder auf die Palme bringen. Ja, die Microsoft. so als klassisches Beispiel ist, es ist eigentlich klar, dass nie alles kann super geschmeidig laufen kann. Dementsprechend, was mich wirklich am meisten aufregt, sind nicht mal die crazy Tickets, die man teilweise bekommt, sondern wenn jetzt irgendein Update rauskommt, das automatisch deployed wird und viele von unseren Kunden kommen das dann auch über. Und wenn es dann einen Fehler hat, dann brennt bei uns die Hütte. Und irgendwann später sagt Microsoft in der Stellungnahme, ja, tut uns leid, wir probieren es zu beheben. Aber in dieser Zeit hat es schon an 6 verschiedenen Fronten geknallt und das ist etwas, was nicht so schön ist. Da kannst du aber auch von vielen lustigen Sachen erzählen. Ja. Ja. Wir sind allgemein in der Backenstoss ein sehr humorvolles Team. Und was dann halt den Arbeitsalltag immer lässig macht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel in unserem Office sitzt und man hört einen Englisch reden. Und allein das ist manchmal schon lustig, aber wenn dann noch der Arbeitskollege, der neben dir sitzt, der nicht am Telefon ist, dann irgendein Wort rauspickt und das in Schweizerdeutsch-Englisch erzählt, dann das schält mich am liebsten. Ja, super. Es ist ja sonst schon genug ernst, also ja. Darf man ja zwischendurch ein bisschen lachen, oder? Ja, das ist wahr. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du ja auch noch ein Hobby hast oder auch noch Freizeit neben dem Arbeiten hast. Was machst denn du da dort, liebe lange Tage? Also ich habe ein altes Auto, das ich ein bisschen aufpäpple. Also es sind über 700 Arbeitsstunden in einen alten Kombi geflossen. Zudem mache ich sehr viel Sport.
um einfach ein bisschen auch den Büroalltag ein bisschen, zu kompensieren, genau, einfach ein bisschen ausgleichen. Genau. Hast du sonst noch irgendetwas, was du uns unbedingt mitteilen willst? Wieso sind wir so cool? Was machen wir so lässig? Ja, jetzt kommt der Werbeteil. Nein, das kann ich wirklich auch offen sagen. Ich habe schon ein paar Firmen gesehen. Und einerseits der Wandel, den wir in den Backen gestossen haben, von der Technologie. Man ist immer beim Neuesten dabei und man tut sich ständig weiterbilden. Man hat ein super Team und es ist einfach in der Technologie, wo wir uns heute jetzt befinden, ist es ein sehr, sehr, sehr interessanter Arbeitgeber. Einfach weil du auch zum Beispiel mit weniger Know-how sehr schnell kannst wachsen und es bereitet dich auch viel auf die Microsoft-Umgebung vor, wo jetzt wirklich so dermassen schnell wächst, dass du kannst eigentlich 24/7 in Ausbildung gehen. Und wir können das da halt wirklich durch erste Hand mit über, durch die KT-Teams, durch die Kurs und durchs Zusammenheben. Und das finde ich schon mega, mega lässig. Also du meinst auch für Quereinsteiger könnte es etwas sein? Ja, natürlich ein bisschen technisch. Die Basis müssen sie haben, logisch. Ja. Aber die Türen ist offen und es sind mega coole Leute da. Von dem her, ja, kommen gerne arbeiten. Das ist doch schön. Mit diesem schönen Schlusswort möchte ich mich herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Danke, ebenso.